Wunderschönen guten Tag. Wieder mit den Lecks zu beginnen. So, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und es geht bald los. Die Horde soll kommen. Aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, weil das quasi jetzt schon leckt wie Hölle. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das kann komplett weg. Jetzt müssen wir schon mal alles vorbereiten, dass die Waffen am richtigen Ort sind. Denn es kommt was. Wie ihr vielleicht hört. Ich wollte die auch noch mitnehmen. Weil man ja nie weiß, wann man sowas brauchen kann. Die sollten wir auch noch mal austauschen. So. Jetzt geht's los. Es wird eine Katastrophe. Das erwarte ich jetzt einfach mal. Aber okay, von wo kommen sie? Von dort. Oh, verdammt. Wow, was für ein Laggen. Katastrophe. Was für eine Katastrophe, das schon wieder gestartet ist, ey. Es geht los, meine lieben Freunde. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal den Helm auf. Da kommen ein paar, wie ihr seht. Und es wird nicht lustig. Also für mich nicht. Es ist unglaublich am Lecken. Ich kann euch ganz kurz mal die hier einzeigen. 30 FPS sind ein Traum aktuell. Ich hoffe einfach mal, dass mein ganzes Getüm da außenrum lang genug hält. Sodass ich im besten Fall das Ganze aushalte bis zum Tag und ich dann rausgehen kann. Im allerschlimmsten Notfall werde ich hier runtergehen, hinter mir die Tür zumachen und mich dann mit der Shotgun freiballern. Mehr kann ich nicht machen. Dazu natürlich noch was gesagt werden muss. Meine FPS-Zahl, die ich im Spiel kriege, sind etwas höher als die, die aufgenommen wird. Ja. Ich nehme aktuell mit 30 FPS auf, habe aber jetzt aktuell so ab und zu mal 40 mit etwas Glück. Und das wird eine Katastrophe. Ich werde jetzt auch nicht so blöd sein und hier rüberspringen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich da drüben mich vielleicht hinstellen möchte. Aber das will ich nicht. Oh, da ist einer hochgegangen. Die sind also hier schon durch. Die sind schon im inneren Kreis, wie es scheint. Wobei es bisher gar nicht so aussieht. Da geht immer wieder mal ein bisschen was hoch. Wir lassen es einfach mal ein bisschen wirken. Da hinten taumeln sich ein paar. Und solange die jetzt nicht hier komplett nah rankommen, ist ja gar nicht so schlimm. Wir arbeiten natürlich noch daran, zu schauen, was passiert eigentlich mit Alpha 14 und so. Steht ja noch nicht fest. Bisher ist nichts passiert. Und das Ding ist halt auch, ich habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Es wird natürlich, davon gehe ich stark aus, keine Alpha 14 vor dem Wochenende kommen. Bei mir ist gerade Montag und ich nehme jetzt im Voraus auf, wie immer. Wenn sie natürlich nicht kommt, brauche ich trotzdem Folgen. Ich muss ein bisschen was machen. Ja, und jetzt habe ich überlegt, was wirst du denn machen? Heute natürlich erstmal in der heutigen Folge, die ihr seht, ist erstmal die Horde dran, ganz klar. Die geht aber auch nicht die ganze Folge über, sondern ab 4 Uhr kann ich ja runter und alles draußen platt machen. Die wollte ich gerade mal nehmen hier. Ja. Dann kann ich ja rausgehen. Im Prinzip, weil dann macht es mir nichts mehr aus, sobald ich die Shotgun im Anschlag habe. Mache ich die Hunde platt, die Zombies rennen nicht mehr, dann sind nur noch die Feralen wirklich nervig. Selbst die Kotzer sind nicht mehr ganz so schlimm dann. Und dann ist die Frage, was tue ich dann? Ich muss ja irgendwie noch Zeit rumbringen für den Samstag und eventuell oder sehr wahrscheinlich für den Sonntag. Was bedeuten würde, oh, da ist gerade ein Ding geflogen, cool. Dass ich in den nächsten zwei Folgen, das heißt die am Samstag und am Sonntag, ein bisschen einfach nur auf Wanderschaft gehen werde.
Ich habe auch überlegt, hier, du könntest ja eigentlich an deinem Haus bauen. Macht aber wenig Sinn. Ich habe ja keine Materialien mehr, weil ich alles hier reingesteckt habe in mein Holz, in meinen Schutzwall. Und ich möchte das nicht verschwenden, die Zeit nicht verschwenden, um jetzt zu sagen, ich sammle jetzt nochmal eine Folge lang nur Holz oder Stein, was auch immer, oder Clay und mache damit ein bisschen was, was unsinnig ist. Sondern ich werde dann einfach losziehen, noch ein bisschen die Welt erkundschaften, die wir hier haben. Um dann, wenn die Alpha 14 endlich da ist und vor allem Ding so ist, wie sie sein soll, nämlich dass es keine Neustarts mehr geben wird oder keine Neustarts mehr nötig sind, dass ich dann wieder neu anfange. Das heißt, es wird jetzt hier wirklich nur noch ein bisschen Rumgelaufe geben. Da kommen ein paar Spiders, die sind mir jetzt aber relativ egal. Da unten sind sie ganz schön kaputt, am kaputt machen. Das ist aber okay. Damit kann ich auch noch leben. Ansonsten ist es sehr gemütlich, muss ich sagen. Es wird relativ viel gemeckert über meine Art und Weise. Ich sehe es mir hier das mal an und es sieht gar nicht so schlimm aus. Ja, auch hier noch alles dicht soweit. Hier drinnen ein bisschen was kaputt. Das hat man hier gesehen. Also wenn sie irgendwo hier an der Seite reingekommen seien. Oder sind die hier? Nö. Durchs Haus auch noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall meine Planung. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, weil ich hier gerade am Gucken war, wo Zombies sind. Bin dann ein bisschen gewandert. Mal schauen, wo ich noch nicht war. Ich werde auch nur das Nötigste mitnehmen. Sprich, die Waffen sehr wahrscheinlich. Mein Werkzeug. Und dann werde ich wohl noch mal eine ordentliche Ladung. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Macht mal gerade keinen Stress, bitte. Werde ich noch eine ordentliche Ladung an Iron, wie heißt Forged Iron raushauen. Dass ich die einfach nochmal mitnehmen kann in der Minute. Dann nehme ich die nämlich mit, weil dann kann ich meine Werkzeuge immer reparieren und bin da auf jeden Fall zufrieden, was das angeht. So. Das ist jetzt so die Idee. Einfach nur, ich möchte euch halt die üblichen 3 Folgen in der Woche bringen. Ja, und das ist halt anders nicht machbar. Ich wüsste nicht wie. Zumindestens. Weil, wie gesagt, bauen macht wenig Sinn, wenn danach sowieso wieder das ganze Ding kaputt ist. Oh, guck mal, da unten kommen sie. Oh, und das wird lustig, da kommen sogar Ferale. Jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend da unten, muss ich sagen. Weil die werden mir das hier unten schnell kaputt machen. Die kommen sogar von beiden Seiten. Interessant. Da werde ich hier einmal den hier machen. Und mich sogar vorbereiten, doch darüber zu rennen. Also darüber zu springen und dann darüber zu laufen. Damit sie hier nochmal durch müssen. Tut mir jetzt leid wegen dem Lärm. Ist dann doch ein bisschen lauter. Weil die jetzt alle sterben. Oder zumindest Schaden nehmen. Mich interessiert, wo sind die denn reingekommen? Es sieht da nämlich alles gut aus. Da eigentlich auch. Also wird das wohl hier an der Seite sein, direkt. Mal hier gucken. Seid ihr schon da? Hallo? Nö, sieht noch nicht so aus. Wir lassen ihn mal ein bisschen randalieren da unten. Außen scheint es schon relativ ruhig zu sein. Eventuell da drüben auf der Seite. Die sehe ich aktuell nicht. Wir gehen dann erstmal gleich da raus, werden hier dann so einen schönen Sprung über den Stein machen, um dann eben draußen alles platt zu ballern, was noch da ist. Ich muss aber sagen, ich bin eigentlich zufrieden. Also die Clay-Geschichte war ganz gut, die Reihen waren ganz gut. Natürlich haben sie sich einen Weg durchgeballert, das ist normal, das war ja auch vorher gesagt worden, dass das so in etwa kommen wird. Ah, da sind sie schon durch, da sieht man's. Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Hoffentlich leckt das nicht. Was hier natürlich immer ungut ist, ist das hier. Da sollte man drauf aufpassen. Und ich muss drauf aufpassen, dass hier kein Schutz vor Spider-Zombies ist. Das heißt, wenn hier einer kommt, hat er mich direkt. Es wirkt aber hier ruhig. Ja? Nichts los. Es sieht auch hier, wenn man durchguckt,
Da ein bisschen, aber nicht die Welt. Da haben sie was kaputt gemacht. Hier drüben ist immer noch safe. Insgesamt ist das dann doch schon relativ gut gewesen. Da kommt ein Spider. Oh, da sind ein paar Ferale, wie man sieht. Guck mal. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Ich schätze mal so 4, 5. 4, 5. Ja, gut geschätzt, muss ich sagen. Hier haben sie natürlich alles kaputt gefetzt, weil sie eben aus der Richtung kamen. Hier sieht man es, alles weggesprengt, was Rang und Namen hat, könnte man sagen. Ich werde jetzt hier warten und gucken, dass sie hier durchkommen gleich. Und dann werde ich mir die Zombies einzeln vornehmen. Es hat aber, muss ich sagen, gut geklappt. Das ist natürlich immer so ein bisschen Glückssache, von wo kommen sie. Ja, das darf man nicht vergessen, wenn sie nämlich ein bisschen verteilter gekommen wären, im besten Fall von allen vier Himmungsrichtungen aus, wäre es natürlich insgesamt besser gelaufen. Aber sie kamen noch relativ zentriert. Einmal sind sie hier rein und auf der anderen Seite sind sie rein. Es war aber ruhig. Kurze Panik am Anfang, als der Spider-Zombie rüberkam und ich natürlich diese tolle Dinger hier vergessen hatte. Das heißt, ich habe ihnen den Eingang quasi geebnet. Hier sehen wir noch einen Hund, der jetzt drauf geht. Und es sind einige Ferale. Also hier, guck, 1, 2, 4, 7. Kommt das hin? 7 ferale Zombies? Kommt das so in etwa hin? Ist ordentlich was los gewesen. Dich lassen wir jetzt noch ganz kurz draufgehen. Vielen Dank. Mein Haus ist natürlich jetzt ganz schön am Ende. Habe ich was zu essen dabei? Jawohl. Dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Wir brauchen was zu trinken. Ja, ich kann gerade so gechillt hier essen, weil die natürlich jetzt noch ein bisschen durch dieses Zeug durchkrabbeln und dadurch Schaden nehmen. Das heißt, es ist für mich gleich richtig einfach, sie zu töten. Der ist schon tot, sieht man schon. Sehr gut. Lassen wir die hier nochmal hier rüberkommen. Und dann werde ich die erstmal teilweise looten. Und dann würde ich mal gucken, was Sache ist. Hier ist auch alles gut. Ist gut. Ich bin zufrieden mit der Nacht. Natürlich für euch wahrscheinlich jetzt nicht ganz so spannend gewesen, wie erhofft. Och, ihr nervt da. Warte, ich muss nachladen. Meine Notfallidee wäre übrigens gewesen, ganz einfach. Ich wäre rausgegangen, hätte also hier meinen Schutzwall verlassen und wäre losgesprintet die ganze Nacht über, wenn sie wirklich extrem durchgekommen wären. Was mich eigentlich jetzt noch interessiert ist, wir machen hier nochmal ganz kurz zu. Ich will mir da unten nur noch schnell meine Forged Iron holen. Danke. Und den ganzen Müll hier raushauen. Dich brauchen wir. Dich. Oh, warte mal. Alkohol brauchen wir im Notfall. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Du bleibst da. Dich brauchen wir nicht. Die nehmen wir alle mit. Die nehmen wir mit. Dich brauchen wir auch nicht. Die Schaufel ist auch völlig wurscht. Wir nehmen natürlich hier die Pickaxe mit und die Feuerwehraxt, dann brauchen wir die nicht mehr. Die brauchen wir auch nicht. Ja, Munition brauchen wir eigentlich auch nicht, aber wir werden halt ein bisschen Spaß haben. Ja, nochmal ein bisschen was zeigen, was hier Sache ist. Gucken mal, ob die jetzt gleich von hier kommen. Nö. Zack. Oh, guck mal, da kommt einer. Hallo. Was machen Sie hier? Von wo sind Sie gekommen? Ach, du warst einfach hier. Ist natürlich das Schlimme, dass die so extrem viel aushalten. Immerhin, einer ist tot. Warte, ich muss nachladen, mein Freund. So. Oh, AK-Part, cool. Können wir vielleicht sogar mal schauen, ob wir da nicht was haben? Kommst du her? Moment. Du hast nichts für mich. Oh. Oh, keine Muni mehr.
Nee, warte, nehmen wir die hier. Wow. Hallo. Na also. Du hast auch nichts für mich, was interessant ist. Schade. Ist hier noch was? Nö. Alles gut. Wie sieht's hier drüben aus? Hallo? Oh! Mit die habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Moment, ich mache die Muni noch leer. Da brauchen wir die auch gar nicht mitnehmen. Oh, da war der Kopf weg. Guck mal. AK? Ist hier noch wer? Nee. Klingt ruhig. Klingt jetzt ruhig. Alles klar. Dann gehen wir hier erstmal wieder hoch. Räumen nochmal neu aus. Ja. Dann machen wir uns damit erstmal bereit. AK hat die 7,62, glaube ich. Ich das richtig im Kopf habe. Jetzt hauen wir es einfach hier rein. Ist ja völlig egal. Du gehst raus. Dich brauchen wir, dich brauchen wir, dich brauchen wir. Die SMG nehmen wir noch mit. Dafür haben wir noch ein paar Schuss. Shotgun bleibt hier. Wir ganz kurz mal schauen, wie es mit der AK aussieht. Was da genau fehlt? Was fehlt uns denn? Fehlt uns zu viel. Schade. Dich haben wir. Den Stock haben, der Receiver fehlt uns. Das ist ärgerlich. Die würde ich gerne mal mitnehmen. Einfach nur für den Fall, dass wir wirklich so weit kommen. Habe ich denn schon? Nee, habe ich nicht. Dann lassen wir die einfach da. Ich habe leider keine Sachen, um. Wie heißt gleich? Dingenskirchen zu machen. Kann keine Magnum zusammenbauen. Leider reicht es dafür nicht. Wir nehmen das Wasser mit. Zumindest ein Stack. Davon brauchen wir auch nicht alle. Da, die nehmen wir mal mit hier für den Fall das. Wir brauchen ja auch keinen richtigen Lootplatz in dem Sinne. Wir werden ja auch nicht mehr auf ein Ding kommen. Wir werden auch nicht mehr zu einem Moped kommen. Das schaffen wir sowieso nicht, weil dafür fehlen noch A zu viele Teile und B macht es auch keinen Sinn, darauf jetzt extrem zu suchen. Ich will nur ganz kurz gucken, wo waren wir denn noch nicht? Wir waren da unten, wir waren da drüben in die Höhle, bin ich immer noch nicht gegangen. Ich würde sagen, wir gehen mal straight nach Osten. Einfach mal ganz straight nach Osten gehen. Ich muss mir nur ganz kurz hier wieder den Weg zusammensuchen. Macht es Sinn, hier rüber zu springen? Ich glaube ja, aber das ist nur zwei. Und den so landen und dann geht's ab nach Osten. Dafür hauen wir uns ein bisschen Alkohol rein, um den Speed zu halten. Also ihr habt gemerkt, es war eine relativ ruhige Nacht. War nicht so viel los für mich. Lief ganz gut. Sicherung war okay. Ich bin zufrieden. Jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen durchgucken gehen, was es so Schönes zu looten und zu finden gibt. Die werde ich sogar mal mitnehmen. Weil das finde ich ist ganz okay. Hier einfach die Dinger nutzen, um einfach nur diese Blade Weapons zu skillen. Da schmeiße ich ja nichts an Materialien weg. Deswegen, das könnte ich sogar mir vorstellen, dass ich da in Wirklichkeit sollte halt mal, also Wirklichkeit natürlich immer in Anführungszeichen, ist ja klar. Sollte ich mal in so einer Situation wie einer Zombie-Apokalypse sein, dass ich da sogar sag hier, ich bin jetzt gerade unterwegs und ich brauche halt mal jetzt, keine Ahnung, nichts zu tun, ich brauche gerade nicht aufpassen, ich bin gerade sicher. Und dann würde ich mir sogar vorstellen, dass ich unterwegs immer so an einem Knochen rum arbeite. Nehmen wir uns natürlich hier einen neuen Bogen. Oh, ein Bär. Davon haben wir auch noch keinen getötet. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Machen wir natürlich hier mit der MG. Einfach nur, um das mal gemacht zu haben. Aber zunächst einmal nehmen wir uns diesen Zombie vor. Oder auch nicht. Wow, das war schlecht. Und jetzt holen wir dich mit dem Messer. Und zack. Ganz easy. Was zu essen ist gut, damit wir davon auf jeden Fall safe bleiben oder satt sind. Hey du. Den holen wir jetzt nochmal mit Bogen. Wir haben so viele Pfeile. Da würde ich das mal gemacht haben wollen.
Oh, das war's schon. Das ging schnell. Was bringst du mir denn Schönes? Nur mal gucken, was da so ein Bärchen bringt. Ich bin jetzt auch ganz typisch Mensch, ja. Kein, nicht unbedingt muss. Oh, 11-mal Fleisch, krass. Nehme ich sogar mit. Aus dir nicht equippen. Aus dir machen wir sogar noch mal zwei von denen, weil das Fleisch werde ich nutzen, mir dann ein paar Eier sammeln. Und dann kann ich mir wieder neue Bacon und Eggs machen. Das ist gar nicht so schlecht, weil hier ist schon mal ein Vogelnest. Danke. Die Federn sind mir auch egal. Brauche ich nicht. Es geht jetzt gar nicht mehr um dieses wirklich ernste Vorbereiten und alles. Hallo? Nichts für mich. Wollen wir mal gucken. Können wir auch gut vorstellen, dass wir jetzt ab sofort die Nächte einfach immer draußen verbringen. Weil ich habe da keine Lust, die Nacht durchzuspielen und zu warten, bis was passiert, mich irgendwo zu verstecken. Ja, weil, warum denn? Es geht ja nicht mehr wirklich um das Überleben. Oh Mann. Aber ich will natürlich nicht forcieren, jetzt zu sterben. Das sollte klar sein. Dafür bin ich ehrlich gesagt zu motiviert. Die Animal Hide brauche ich nicht. Den Bogen brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Kann man das schon essen? Nein. Okay. Weiter nach Osten. Ich würde euch gerne mal so einen unter Wasser stehenden Keller zeigen. Da hätte ich Lust drauf. Das ist mir in der vorherigen Staffel in Anführungszeichen ja auch nicht gelungen, weil ich nicht so ein Haus gefunden habe. Aber vielleicht gelingt es mir ja diesmal. War da nicht gerade ein Vogelnest? Anscheinend nicht. Da ist eins. Aber nein, wir brauchen natürlich auch ein paar Steinchen. Bist du tot? Nein. Bist du jetzt tot? Nein. Jetzt bist du tot. Ja, gut. Da war ich jetzt zu locker drauf. Das schon eher. Natürlich noch ein bisschen Zombie töten, wenn sie eh schon auf dem Weg sind. Hallo. Kein Problem. Alles cool. Das ist schön. Ja, die nehmen wir auch mal mit. Die Pfeile sind mir jetzt egal. Also, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Und da sieht man jetzt schon, was das jetzt einigermaßen ausmacht. Wo keine, nicht mehr so viele Zombies sind. Hier über 80 FPS. Ich nehme sogar mit 90 Grad auf. Sehr viel angenehmer. Habe ich da drüben nicht gerade was gesehen? Nee. Ich dachte, ich hätte drüben so ein Haus gesehen. Wäre ja auch mal ganz nett. Da ist ein Vogelnest, sehr schön. Das nehmen wir mit. Und wir müssen uns aber schon mal darauf vorbereiten. Oder ihr müsst euch seelisch darauf vorbereiten, dass das Ende der Folge erreicht ist. Es tut mir leid, ist leider so. Was ich noch ganz nett fände, muss ich sagen, wäre theoretisch die Möglichkeit, dass man einen fertigen Roller oder ein Moped finden kann. Dass es halt irgendwo wirklich noch eine Garage gibt, wo eben so ein Moped steht. Kann ich mir auch echt vorstellen. Es wird sicherlich nicht alles mitgenommen worden sein. Oh. Hey. Diesen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin gerade so hochgesprungen, weil ich dachte, dass der, den ich zuerst getötet habe, nochmal aufgestanden ist. Jetzt wirst du abgestochen. Das ist mit Ankündigung. Komm, nochmal Nahkampf. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Moment. Noch einen schönen Mittwoch. Oh, weg ist der Kopf. Nochmal die Erinnerung für diejenigen, die es nicht wissen. Morgen, Donnerstag, kommt wie immer, oder was heißt wie immer, wie jetzt diese Woche eben, Golf for Friends, wieder mit Regenbogenmaus, Hickepito und Toni und Tonic. Diesmal die Wüsten-Maps, oder die Wüstenbahnen, das sind ja keine Wüsten-Maps, das ist eine Map mit mehreren Bahnen. Außerdem kann ich ankündigen, für den 18. März, wenn alles so klappt, ich das alles richtig im Kopf habe, richtig gelesen habe, wird da wohl relativ vormittags, das ist ein Freitag, eine neue Serie kommen, Singleplayer-Spiel, auf das ich schon etwas länger warte. Was da unten
in der Scheune gefunden wird und was da rechts so zu finden ist, seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, schönen Abend. Tschüss.